Und zwar diesmal Gravity Rush für die PS Vita. Das Spiel ist von Sony, kam 2012 als Launch-Titel für die Vita heraus und ist immer noch umsonst für PS Plus-Mitglieder. Ich würde mal sagen, dann lass uns auch schon mal sofort reinsteigen. In dem Menü kann man nicht wirklich viel was einstellen. Ich habe schon mal kurz gestartet, um das Setup zu testen. Das ist auch leider das Beste, was man aus der Vita rausholen kann. Die Vita hat nämlich keinen TV-Output. Was man aufnehmen kann, ist der Sound über den Headphone-Jack, aber das Bild muss man leider abfilmen. Aber ich denke mal, das lässt sich ganz gut machen. So, man kann durchdrehen der Vita das Bild bzw. die Kamera ändern, aber das werde ich höchstens vermeiden, weil ich will nicht, dass das Bild ständig rumzappelt. So, ein bisschen touchen müssen wir auch, aber auch das will ich versuchen zu vermeiden, weil die Flecke dann auch den Bildschirm ein bisschen beeinträchtigen. Jo, das geht ja mal ganz schön tief runter, wie es aussieht. Tja, das hört sich mal nach einer Kunstsprache an. War auf jeden Fall kein Japanisch oder so. Ja. Das heißt, ich werde wohl die Dialoge mal vorlesen müssen. Juhu. Super Synchro wartet auf euch. Naja, nicht wirklich, aber naja. Das Spiel hieß auch ursprünglich Gravity Daisu, ob in Japan was so viel wie Gravity Days heißt. Oder Gravity. Gravity. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall, das haben die aus welchen Gründen auch immer in Gravity Rush übersetzt. Ich fand eigentlich Gravity Days auch ganz nett. Der volle japanische Titel ist sogar um einiges länger, aber den werde ich hier nicht vorlesen. Ist, warum auch immer, haben die Japaner irgendwas mit ihren Untertiteln, aber das Ding ist locker mal zwei Sätze lang. So, Lead Action System Programmer Toshitake Chihukura. Den zweiten habe ich jetzt nicht lesen können. Character Designer, Motion Director Shunsuke Saito. Background Setting Takeshi Oka. Graphic Designer, Good Director, Nobuhiro Noto und Nin. Ja, so schnell kann ich nicht lesen. In dem Intro passiert anscheinend nicht so viel. Es werden ein paar Leute vorgestellt, die das Spiel gemacht haben. Tja, und da fällt immer noch der Apfel. Sagt doch, das geht tief runter. Music, Kohei Tanaka. Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo. So, es wird ruhiger. Lead Sound Designer Keiichi Kitahara. Associate Producers Kyosuke. Producer Makoto Izumine. Director Keiichi Ratoyama. Gravity Rush. Muss auch immer wieder aufpassen, dass ich die Fokusebene nicht verfehle. Die ist nämlich relativ dünn. Das heißt, das Bild wird ziemlich unscharf. Ihr wisst es ja, wenn es volle Schärfe hat, wenn ihr so ein Muster auf dem Display seht. Ich weiß nicht, was besser ist, wenn es ein bisschen unschärfer ist und ohne das Muster ist. Ich zeige euch mal ein Beispiel. So ist etwas unschärfer, dafür sieht man kein Muster. Das ist volle Schärfe mit Muster. Das kommt halt durch den Screen der Vita zustande. Aber auf jeden Fall, miau. Jawohl, das war mal super. The porn icon appears whenever touch controls are possible. What are you doing here? Are you lost too? Well, I don't have anything to give you. So run along and find somewhere else to beg. Bro. Jawohl, jetzt muss ich auch noch Tiersounds nachmachen. Wird ja immer besser. Where am I? Left stick, move. Ja, das ist ja mal eine selten dämliche Laufanimation, wenn ihr mich fragt. Da kriegt man ja Krämpfe bei, wenn ich hier so laufen würde. Aber gut, wenn es bequem für sie ist. So, oh, und da läuft sie auch schon. So, springen. Ich kann bisher irgendwie gar nichts machen. Why can't I remember anything? Ja, wenn man so laufen würde, dann fällt man wahrscheinlich auch öfters mal hin. How did I end up here? I need to find a way out. So, die
gute Dame, das ist ein Klassiker in den Medien. Where is everyone? Typisch Amnesie, der Protagonist kann sich an nichts erinnern und muss rausfinden, wer er eigentlich ist. So, eine kleine Cutscene. Und vielleicht auch eine größere. Und ein Vergewaltiger oder Pädophiler, wie auch immer. Swipe Screen. Touchscreen. Advanced Story. Und mit X geht's auch weiter. Ha! Episode 1. From Oblivion. Huh, let go! Please! 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 I need... Let go! Auch hier kann ich mein Screen bewegen. Sieht ja mal ganz... Sieht mal ein netter Effekt. Power someone else. Wait, you don't understand. You got to save my boy. Huh? Your boy? What's wrong? Is he in trouble? He's this way, come on. Follow the mysterious man. Der läuft auch dämlich. Scheint wohl ein Ding zu sein hier in dieser Welt. Hold on, I need to get this thing out of my way. Jawohl. Mal eben so ein 20 Tonnen geht aus dem Rohr schieben. Geht. Ich sag ja, diese Welt ist... Hey, Feuer. Hm? Ein Outsider, what is she doing here? Ich komme nur vorbei. Hey, got a light? Nee, brauche nicht. Hab die beim Runterfallen verloren. Wow, your cat kind of reminds me of that crow. Der sagt gar nichts, der chillt. Oh, now the police come to help. The storm is coming, run for it! Oh gee, your house, it's breaking apart! Hang on, Yuji! Dad's coming! Yuji! Oigi! Da ist der kleine Eugen. What's going on? Hurry, you saw him up there. My boy is trapped in that house. He will get taken by the storm. What am I supposed to do? You like that crow girl, right? Use your cat to get up there and save him. Crow girl? What crow girl? Oh, drop the act. I saw you plunge from the sky and land without a scratch. Use that superpowers of yours to get to my boy. Superpower? Und da wabbelt der Speck. Ich würde mal eine Diät machen, Kätzchen. Ich taufe die mal Luna. Die erinnert mich an Sailor Moon. Mann, ist das lange her. I don't have any superpowers. Safe Eugi. Mal meinen kleinen Eugi retten. Und wir stehen an der Wand. I'm standing on a wall. Poor. Ah, das ist das beste Tier-Sound. Did you do this? Miau. Okay, wir stehen an der Wand. Da unten stehen die Leute. Head towards Aztec, look around. Dann gehen wir doch mal auf da, wo der Punkt leuchtet. Jump. Oh, ich kann jetzt endlich springen. Ging vorher nicht. Und wir fallen wieder. Fliegen Trümmerteile umher. Und bleiben plötzlich in der Luft stehen. Ah, float. While floating, shift gravity in full forward. Machen wir doch mal glatt.
Zack, und wir stehen senkrecht nach unten. I made it. Controlling gravity. Press R to float in zero G. While floating, press R again to shift gravity and fall forward towards the directional marker. Also so gut wie auf Deutsch. Dahin, wo man zielt, wenn man R drückt, dann landet man dort auch. Logisch. One step at a time. R float. Shift gravity. Yo. Oh, nicht daneben. Man kann sie noch so ein bisschen in der Luft steuern. X, jump. Oh, jump. Hold on, Kate. I'm coming. Boom. Praktisch, wie die Gebäudeteile alle so zurecht rücken. Naja. Ich will das hier mal nicht kritisieren. Irgendwie muss man ja vorwärts kommen. Da leuchtet hier auch. Oh, was ist das? What the heck was that? Ah, float. Ja, die gehen aber sicher, dass man das auch kapiert hat. Ist jetzt schon das vierte Mal oder so. Zack. Getting closer. Controlling gravity 2. While floating in the air, use the R-Stick or tilt the Vita's system to change direction. Then press R to shift in that direction. Start. Adjust camera settings via option. Ja, in die Option gucke ich später mal rein. Erstmal will ich das Tutorial hier zu Ende bringen. Wie gesagt, die gehen wirklich hier sicher, dass man verstanden hat, wie man hier die Schwerkraft beeinflussen kann. Und schon wieder. So, jetzt aber. I have to get him. Das war mal eine Nullnummer von den Polizisten. Will hier mal eben einen auf Held machen. Oh, da will er grapschen. Don't touch me. Sexuelle Belästigung. Jawohl, Kätzchen. Mal eben so durchbohrt. Dann machst du das auch nicht früher. Zack, und wir haben den kleinen Eugi gerettet. Thumbs up. Der hat mir ein Like gegeben. Rutscht das Haus mal hinunter. Tja, upsi, ne? Mal eben so ein Haus runterrutschen lassen. Upsala. Oder wie würde man sagen? Punkt, 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 Ausrufezeichen. Punkt, 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 Ausrufezeichen. What did you do? I didn't. You didn't what? I ask you to save my mind, boy, not to destroy my house. Our house, give us our... Ach, das war mal... Give us back our house. It wasn't my fault, I was trying to stop it from falling. Great job you did of that. I knew I shouldn't have trusted a gravity shifter. Bunch of good for nothing troublemakers. All of my things were in that house. You have to bring it back. Now. But... Ja, das ist mal ein undankbares Volk. I didn't do anything wrong. Hey, where are you going? Shifters are all rotten. You said it, Dad. Armes Mädchen. What was I supposed to do? I was only trying to help. Who? What is it? You see something? A door. PPP. Jawohl, Rücken reinlehnen.
Da geht's tief runter. Wie tief geht diese Welt eigentlich? Trapped without memories in a world I didn't understand. Standing at the edge, staring down into the abyss. Die Welt sieht aber schon ziemlich cool aus. But I couldn't go back. So, das habe ich jetzt mal zur Hälfte gelesen. Sorry. What are you anyway? Were you the one changing gravity? Poor. What now? I guess we're both alone. So we better stick together. Poor. I suppose I should give you a name, huh? How about Dusty? You like that? Here, Dusty? Here, kitty, kitty? Punkt, punkt, punkt. What? You don't like it? I think it's a great name. Pff. Ist jetzt nicht begeistert und staubig hier. Was war das, Crow? So sah's aus. Hey, hey, Dusty, wait. Catch Dusty. So, das Tutorial haben wir hinter uns. Dann schauen wir mal. Und da läuft das Kätzchen. Hey, staubig. Where are you going? Don't run off. Ich bin doch direkt dahinter. Schnapp sie dir. Das ist unfair. So, you want me to follow that, Crow? Alright, let's do it. Catch the Crow. Maybe I can use this wall to get up there. Navigation marker. The white navigation marker indicates where your next objective is. When off screen, the marker changes to an arrow to indicate its relative direction. Move the camera with the R stick to locate the objective. Also zeigt unser Marker immer dahin, wo wir laufen müssen. Zack, an die Wand. Now it's heading to that roof. Can I make it? Stopping in midair. Press R while falling to hold gravity and float in the air. Ungefähr so. Okay. Shot. And I was so close. I flew off again. Gravity gauge. You can continue to control gravity until the circular gravity gauge empties. Once it runs out, gravity will return to normal. The gauge will refill as time progresses, or you can grab blue energy gems to refill it immediately. Vitality gauge. The green gauge in the upper left indicates the status of your health. Don't let it run out. You can replenish your health with green vitality gems. Okay, da sind unsere Superkräftemeter. Wenn der leer ist, können wir uns nicht mehr schweben, so wie es aussieht. Und das Grüne ist unsere Gesundheitsanzeige, nichts Besonderes. So, die Krähe ist schon wieder L to return to gravity. Voll. Jawohl. Die Kurve nur so 10 cm über Boden gepackt, aber was soll's. Gelandet ist gelandet. Gibt's 10 Style-Punkte. Come on, sit still, what you? Da ist noch so eine. That girl and her crow are kind of like us. Maybe she knows what's up. Talk to the mysterious girl. Was stand da unten jetzt? Auf jeden Fall soll ich da hin. Control gravity in midair. While floating, use the R-stick or tilt the PS Vita system to choose the direction indicated by the directional marker. Then press R to shift in that direction. Also wir können wie immer unsere Vita drehen. Oder den R-Stick benutzen, was ich zurzeit bevorzuge. Die sieht cooler aus, finde ich. Hey, warte. Die kann auch schneller fliegen. Oh, Gangrape. Ins Gesicht, zack. Episode 2, Shadows over the City. You came just in time. I was chasing one of those fucks when I got surrounded and... Well, you were amazing, but who are you?
Hey. Hey, step aside, will you? Ugh. This is a girl I just saw. She's with a crow too. Wounded Raven. Who? Excuse me? Hmm? Who are you and what are you doing here? Well, I don't remember. Huh? I said I don't remember. Look, I don't know who I am or what I'm doing here, but I think this girl might know. Really? You don't remember anything? Did you bump your head or something? No, I don't think so. Hey, this is like the start of one of those great suspense novels. Lag dich doch. No, get away! Huh? Kleine Bällchen. Schwabbelbällchen. Und er kriecht wieder am Boden rum. Mann, ist das eine Pfeife. What are those things? Defeat the monsters. Oh, da verfolgt es mich schon. Wisst ihr was? Das war's auch schon für diese Episode. Wenn ihr diesen Kampf hier sehen wollt, ich hoffe, es müsst ihr auch die nächste Episode gucken. Wenn es euch gefallen hat, haut mal auf den Like-Button und ich sehe euch in der nächsten Folge.